auf der Heizplatte von dem Druckbett sind vier Anschlusskontakte. Einmal zur Stromversorgung der Heizspiralen und einmal zum Anschluss oder für den Kontakt zu dem Temperaturfühler hier vorn. Wobei mir aufgefallen ist, dass hier irgendwo ein Wackelkontakt drin ist. Sieht man hier auch so ein bisschen am Multimeter. Im Moment zeigt er gar nichts an. Jetzt wackel ich noch mal ein bisschen an dem Kabel herum. Ja, und auf einmal zeigt er dort wieder was an. Laut Internet sollen es 110 Ohm sein. Jetzt sind wir schon bei 170, 180. Und das passiert halt, wenn ich an diesem kleinen Käbelchen hier herumwackel. Auf der anderen Seite habe ich den Stecker schon ausgetauscht, weil das so mein erster Verdacht war. Aber so wie es ausschaut, ist es halt der andere hier auch noch. Oder vielleicht war es der andere. Den werde ich jetzt auch noch mal eben austauschen und hoffe, dass ich dann ein vernünftiges Ergebnis habe. Zur Erläuterung, wie ich den Stecker da überhaupt rausbekommen habe. Und zwar kann man diese kleine Lasche hier oben ganz vorsichtig mit einem Cutter, habe ich das jetzt gemacht, hier mit so einem Cuttermesser, ganz leicht nach oben ziehen, damit ein bisschen Spiel entsteht. Und dann werden diese beiden Laschen hier, die linke und die rechte, so ein ganz bisschen nur auseinander gedrückt. Und dann kann man den Stecker halt relativ einfach herausziehen. So, jetzt habe ich diesen, was ist das, Kabelschuh, habe ich jetzt abgetrennt. Die Litzen liegen frei und jetzt werde ich einen neuen Kabelschuh da heraufdrücken. Nachdem ich hier oben mir halt die Anschlusskontakte alle nachgelötet habe, hatte ich erst den Verdacht, dass hier unten diese ganz kleine Leiterbahn, dass die eine Macke hat, aber war wohl auch alles gut. Und hier rechts, dieser kleine Lötkontakt, der scheint es gewesen zu sein. Jedenfalls nach dem jetzigen Stand haben wir nämlich auch wieder den Widerstand von 110 Ohm. Der war nämlich zuvor nicht da. Und sobald ich mit der Lötspitze dagegen gekommen bin, war auf einmal schlagartig wieder ein Messergebnis vorhanden. Na, ich hoffe mal, dass es das jetzt war. Und wenn es das war, dass das auch ein bisschen hält. So, die Anschlussleitung für das Heizbett wird hier hinten oder werden hier hinten durchgeführt. Dann gehören die beiden grauen Kabel. Das ist nämlich der Anschluss für die Heizspirale. Hier vorne in die grüne Klemme werden hier die kleinen Pins werden runtergedrückt und dann kann das Kabel hier vorne hineingesteckt werden. Und der Anschluss für den Temperaturfühler kommt hier hinten auf Temp 3 steht hier an dem Anschluss. Ich habe auch einen kleinen roten Punkt drauf gemacht, damit ich da nicht durcheinander komme. Und dann muss das Ganze wieder montiert werden. Wenn hier nämlich durch die Anschraubbohrung wird das Motherboard wieder da untergeschraubt und dann kann ich das auch mal alles testen. So, ich habe ihn jetzt wieder zusammengebaut. Jedenfalls schon mal so ein bisschen provisorisch. Also die Temperaturanzeige läuft schon wieder deutlich langsamer an. Weil vorhin war die innerhalb von Sekunden Richtung 95 Grad hochgeschossen. Sind wir ja schon bei 42. Kommt das hin? Ja, kuschelig warm wird das schon. ...47, 48. Also, ich finde, das sieht schon mal alles recht gut aus. Jetzt werde ich das aber trotzdem einmal abbrechen, weil ich nämlich jetzt den Rest zusammenbauen und erstmal justieren möchte. So, nun ist er schon seit einigen Stunden wieder am Drucken. Hat auch keine Fehlermeldung mehr ausgeworfen. Also es scheint wirklich an diesem kleinen Temperaturfühler da unten gelegen zu haben. Oder eher an der kalten oder gebrochenen Lötstelle. Und dafür war es ja doch eine, sag ich mal, relativ einfache Reparatur, ohne großartig teure Ersatzteile beschaffen zu müssen.